Wir haben da drüben einen Plünderer entdeckt. Hier sind vielleicht noch mehr. Sucht alles ab. Tötet alle. Verstanden. Ausschwärmen, Männer. Seid vorsichtig. So dumm. Warum hast du ihn allein gelassen? Hör auf, so schwach zu sein. Hör auf, Angst zu haben. Los, rette ihn. Alles oder nichts. Rette ihn um jeden Preis. Ein Plünderer? Wer ist verrückt genug? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. Ich schätze mal, ich muss darüber. Den könnte ich theoretisch auch kaputt hauen, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob ich da hochklettern kann, damit ich da weiter kann. Ja, in der letzten Folge, ich stehe gerade so ein bisschen neben mir, weil ich habe jetzt ein paar Tage wieder nicht gespielt und bin gerade am gucken, wo ich jetzt bin. Eigentlich habe ich, glaube ich, in einem Haus gestanden, als ich mich verabschiedet hatte. Bring alle um, die dir im Weg stehen. Verplemperte Zeit. Ich soll alle umbringen, die mir im Weg stehen? Na gut. Oh, Moment. Moment, Schleuder und Stein, ist aber richtig. Ach, der hat einen Helm auf. Ups, und der andere hat mich fast gesehen. Kannst du da hoch? So, der unten wird mich wohl nicht erwischen. Die Frage ist, der sich jetzt natürlich... Oh, da hinten kommt noch einer. Oh, okay. Hätte ich den jetzt angeschossen, wäre das, glaube ich, nicht so gut gewesen. Lukas, er lebt noch. Ihr Drecksäcke, na wartet. Das ist sehr gut. Die Frage ist da hinten... Nichts. Ach, jetzt muss der sich genau jetzt umdrehen. Hatte ich nicht auch einen Schleichangriff? Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht mehr sicher. Das ist das Blöde, wenn man... ihr sollt aber nicht beide auf einmal kommen. Wenn man A Plague Tale und Uncharted 4 auf einmal spielt. Bei Uncharted 4 weiß ich, dass ich einen Schleichangriff habe. Ich meine, ich hatte ja auch einen, aber ich bin mir nicht sicher. Verdammt, ich sehe sie! Hier lang! Nein! Okay, ich hatte keinen Schleichangriff! Scheiße! Ja, schlag ihn doch endlich! Mann! Fuck! Schlag ihn! Ja, so war das jetzt nicht geplant. Ich sollte mir vielleicht im Vorfeld durchlesen, was da drauf steht. Oh, scheiße. Okay, ich hatte hier keinen Schleichangriff. Memo an mich, A Plague Tale, keinen Schleichangriff. Haben wir aber noch mal ein bisschen Action gesehen. Das ist natürlich auch nicht unbedingt verkehrt. Waren hier nicht drei Leute? Ich bin jetzt gerade am gucken. Ja, warte mal. Ach, hier haben wir was für mich. Sehr schön. Das ist immer gut. Alkohol ist immer gut, wenn man sowas dabei hat, um das Schuld. Leben eines Jungen zu retten. Jetzt kümmere dich drum. Ich meine, wenn ich jetzt darum gehe... Muss ich da hoch? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist der Typ natürlich gerade in meine Richtung am Gucken. Ich habe das Gefühl, dass die Grafik irgendwie schlechter geworden ist, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ich habe aber nichts umgestellt. So, da oben steht jetzt noch einer. Da können wir aber... Hoffe ich hin. Oh, weiter. Genau. Ja, das ist okay. Also euch beide kann ich auf jeden Fall kaputt hauen. Das ist schon mal positiv. Schleichangriffe werde ich auch nicht mehr versuchen. Oh, da hinten ist noch einer. Angeblich soll ich ja weniger Geräusche machen, aber wenn die jetzt alle direkt nebeneinander stehen, ist das vielleicht nicht so günstig. Nichts hier außer Gespenster. Schätze, ich muss da rechts hoch. Ich konnte ihn noch nicht mal richtig anvisieren, weil er mich direkt gesehen hat. Nein, wir verstecken uns nicht in den Büschen. Vor allen Dingen, wieso die?
Hier links einer alarmiert? Oder ist das jetzt nur... Geh mal woanders nachsehen. Wenn da einer steht. Ach, jetzt kommen sie schon wieder beide nebeneinander. Schläft der oder? Was macht der da? Hä, wieso läuft er da hinten hin? Bin ich doch gar nicht. Was hast du denn? Hey! Hier ist nichts. Hä? Mause tot. Ich muss seinen Wüten aufhalten. Oh. Ach, der hat den gesehen. Von da hinten? Willst du mich vergackeiern? Hier ist nichts. Hier ist nichts und niemand. Gehen Sie bitte weiter. Wenn ich versuche das mal eben anders. So. Oder, oh, das war aber keine gute Idee. Ich dachte, hier hinten ist keiner mehr. Da ist jetzt der Typ mit dem Helm. Aber ich denke, ich muss da hoch. Jetzt kommst du natürlich auch noch hinter mir, das war so klar. Na los, schneller! Ja, wenn die dann nicht immer zu mir gucken würden. Keine Angst, ich lass sie bluten. Geht ganz schnell. Das wäre schön, wenn das schnell gehen würde. Ich sollte lieber da drüben. Da lang, wusste ich's doch. Wenn ich euch in die Finger kriege. Was dann? Hä? Hä? No, Scheiße. Genau so hat sie vorher was gemacht. Du weißt nicht, wo ich bin. Du weißt nicht, wo ich bin. So, jetzt ist der andere alarmiert. Der guckt jetzt natürlich zu mir. Ist noch warm. Dafür wirst du bezahlen, Bastard. Ja, ja. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht einfach so nach rechts laufen, weil ich dann garantiert alle alarmiere. Ich weiß nur nicht, wo der andere Typ jetzt überhaupt hin ist, der hier weggelaufen ist. Der verwirrt mich ein bisschen, weil der gar nicht auftaucht. Der da hinten sucht jetzt da hinten. Ich weiß nicht, ob ich den von hier aus treffen kann. Okay, der steht mir schon mal nicht mehr im Weg. Das ist schön. Der hinten scheint nicht mehr zurückzukommen oder so. Ich bin mir nicht sicher. Sektor oder Selters. Oh, da oben ist einer alarmiert. Warum liegt der da? Das weiß ich auch nicht. Halt durch, Lukas. Ich bin hier. Ich lass sie bluten. Was? Ja, ist alles sauber. Kannst weiter gucken nach dem Typen. So. Aber wo muss ich jetzt hin? Na komm, steh auf. Los. Ach, immer diese faulen Drecksäcke bei der Arbeit. Er ist tot. Ich finde deinen Mörder, versprochen. Ja, mein Problem ist jetzt tatsächlich, ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Der rennt jetzt nach da oben. Muss ich vielleicht durch die Tür oder so? Weil da glaube ich nicht, dass ich rum muss. Hier links könnte ich theoretisch noch rein. Öko wartet auf dich. Du siehst ihn bald wieder. Ja, ich denke mal tatsächlich, dass wir da hinten rum müssen. Bin mir aber nicht sicher. Jetzt kann ich den Typ nicht mehr richtig sehen. Der ist da. Okay. Ah, ich muss wahrscheinlich durch die Tür durch. Könnte ich mir gut vorstellen. Wo ist er jetzt? Ich sehe ihn gerade nicht. Von hier. Bitte leg noch, bitte. Wer war bei dir, Junge? Spuck's aus. Ah. Na los, der Bursche wie du kommt doch nicht allein hierher. Wenn du nicht redest, such dir mich. Bitte, lass mich gehen! Bist du verletzt? Ja, geht schon. Danke. Der hat seine Lektion gelernt. Räudige Köter. Hey, vergiss ihn einfach. Köter. Ich hab den Nachtschatten. Wir müssen jetzt gehen.
Schreie in der Scheune! Sie kommen, versteck dich. Ich kümmere mich um sie. Nein, wir haben, was wir brauchen. Hauen wir ab? Nein, die werden uns verfolgen. Und ich hab's satt, wegzurennen. Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! Oh, beweg dich bloß keinen Millimeter. Reicht's. Kommt, hier bin ich. Da hast du's! Nein, du sollst ihn treffen, nicht er dich. Siehst du, die können nichts, keinen Grund Angst zu haben. Amicia, was machst du da? Wir müssen hier weg. Weiß ich, aber wohin? Ich hab die Angst so satt. Ich zeig ihnen, dass es vorbei ist. Komm, ich geb dir, was du willst. Er hat ein Schild. Vorsicht! Eindringling, sie ist bewaffnet. Schieß auf die Beute, Amicia, dann sehen sie nichts mehr. Ja! Ja, aber wo müssen wir denn jetzt hin? Durch die Tür? Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte jetzt auf die Beutel schießen und dann ihn anschießen, oder? Na, wie gefällt dir das? So fühlt sich Gegenwehr an. Ja, könnte ich. Das sind zu viele. Es kommen immer mehr. Wir müssen hier weg. Dann geh halt. Das ist jetzt mein Revier. Hallo, ich hab ihn getroffen. Da! Ich mach dich kalt. Du bist tot. Ach ja? Dann zeig mir, wie du das machen willst. Mehr hast du nicht drauf? Ach komm! Du musst aufhören, sonst... Da! Falsch. Du hast ich weiß aber nicht, wohin. Die musst du ihnen einjagen. Ja, komm. Braver Hund. Haltet sie auf! Sie ist nur ein Kind, Herr Wicht! Ja, ein Kind, das euch kalt macht. Nur Geduld. Du bist auch bald dran. Hier drin. Zeigt dir, wo es lang geht. Ja, kommt. Versucht's doch. Hört mal her. Ab jetzt bestimme ich die Regeln. Männer, die Ehre der Armee liegt in unserem... Können wir jetzt hier endlich raus? Falsch. Sag mir doch mal, wohin. Du bist tot. So gottverdammt tot. Ja, ich komme hier auch nicht raus. Also ist das jetzt ein Arena-Kampf oder was? Weil ich sehe hier im Moment keine Möglichkeit, überhaupt rauszukommen. Oh, fuck. Du wirst meine Männer nicht töten. Ich bin nicht fertig mit euch. Habe ich was falsch gemacht? Erwartet keinen schnellen Tod nach dem, was ihr getan habt. Der Henker wird ein wenig Zeit mit euch verbringen, bevor ihr hängt. Du solltest dich setzen. Und mehr hast du nicht zu sagen? Komm schon. Du bist doch sonst nicht so. Hier wartet eine ganze Garnison. Wieso tobst du dich nicht weiter aus? Hör auf. Nein! Erkennst du nicht unsere Lage? Wir sollten doch nur Kräuter beschaffen. Wie geht es Hugo wohl gerade ohne sie? Wie wird es ihm gehen, wenn seine Schwester hängt? Also gut, ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert, Lukas. Ich verliere den Verstand. Ja, weil diese Welt wehtut. Immer wieder. Und du willst es ihr heimzahlen. Aber du wirst diesen Kampf verlieren, Amicia. Du bist nicht wie sie. Du bist eine Derun. Hey, der Galgen ist beinahe fertig. Bereitet die Verurteilten vor. Das sind wir. Hör zu. Dieses Ding funktioniert mit Feuer. Ich gebe dir ein Zeichen. Kommt raus,
Eure Schlingen warten. Was für ein Zeichen? Was willst du machen? Bereit. Sag Bescheid. Halt. Ach so, ich habe keine Schleuder. Er ist noch mit jemand anderem beschäftigt. Du stehst vor dem Biest. Zeig mal Manieren. Du bist Krähenfutter. Also benimm dich auch so. Du. Lukas, die Treppe. Los. Lauf. Mach schnell. Ich brauche meine Ausrüstung. Ich bin völlig nackt. Was war das? Stupefaccio. Du gewöhnst dich schon dran. Das gesessen. Ah, die haben noch meine Schleuder. Keine Zeit dafür. Das wird sie aufhalten. Du hast uns da unten die Haut gerettet. Ja, wohin jetzt? Es muss einen Übergang geben. Ein Dach. Scheiß aufs Dach, ich brauche eine Schleuder. Dahinter ist ein Dach, Lukas. Es muss sein. Himmel, ist das hoch. Bist du sicher? Geht so. Komm. Das ist ganz schön gefährlich. Sch, ganz ruhig. Komm. Ich fürchte, das ist unsere einzige Chance. Machst du Witze? Nein, bleib an der Mauer. Oh, bitte, bitte, bitte. Du schaffst das. Tut mir leid, dass du da durch musst. Das ist meine Schuld. Das ist mir. Da oben ist aber einer. Was von egal. Da ist noch ein Dach. Wir sind fast da. Ist das denn gar nicht auffällig? Da steht ein Typ. Geschafft. Ich will runter vom Dach. Bitte. Ich hoffe, sie kommt nie fertig. Wach, ich kann nichts machen. Gehen wir leise vorbei. Hier. Was ist das? Schlagendes Zeug? Aha, aus den Vororten. Beim Tor vom Metzgerviertel. Oh, dann habt ihr dieses verrückte Mädchen getroffen, oder? Die verdammte Hexe mit ihrer Schleuder. Aber das Biest hat sie erwischt. Und wir haben genug Fleisch für eine Woche. Gut gemacht. Schnell zum Depot. Das Mädchen wird bald gehängt. Da werden einige zusehen. Bin dabei. Verlasst euch drauf. Der Wagen, Amicia. Da könnte der Nachtschatten drin sein. Und deine Schleuder. Das ist zu riskant. Hugo braucht uns. Wir schaffen es auch so. Ist wohl klüger, ja? Klüger, ja, aber ich will meine Sachen wieder haben. Der Wagen ist hinten durchgefahren. Was ist denn mit dem Typen hier? Der sieht mich doch, wenn ich da jetzt rangehe. Wenn ich aber nach unten gehe, dann sehen mich die anderen doch alle. Der steht direkt davor. Aber da hinten ist doch der Ausgang, wenn ich das richtig sehe, oder nicht? Hat aber jetzt Scheiße gemacht, ganz ehrlich. Kann ich hier nicht irgendwie... Hallo, der sieht mich doch. Wenn ich jetzt da... Ich muss da irgendwie um den rumklettern oder so. Noch eine Wache. Also er scheint ein bisschen doof zu sein, weil er hat mich jetzt nicht gesehen, bis ich nach hier gekommen bin. Aber die Frage ist, wir können jetzt schlecht hinter dem vorbei, oder? Moment, wenn ich jetzt was werfen würde. Achso, ich habe gar nichts, ne? Ich kann auch nichts. Ja, ist okay. Wie soll ich jetzt hier dran vorbeikommen? Hallo, darf ich hier auch mal? Kann ich nicht. Achso, oh, ich bin so schlau. Er bewegt sich nicht, aber da ist ein Feuer. Hast du noch ein paar Rauchdinger? Stupefaccio? Ja, sag Bescheid, wenn du soweit bist. Lukas, wirf das Stupefaccio. Wird gemacht. Achtung, schnell, wir haben nicht viel Zeit. Okay. Manchmal muss man halt näher kommen, um zu sehen, was man eigentlich machen kann. Hugo ist irgendwo da unten. Ich hoffe, es geht ihm gut. Die Tage der Stadt sind gezählt. Ja. Gehen wir zurück zum Haus.
Schon wieder eine Wache, wollt ihr mich verarschen? Aber eine Belagerung? Echt? Was soll das? Klar, die Leute kriegen vielleicht Panik, aber ein Aufstand? Die werden versuchen, aus der Stadt zu fliehen. Und dann merken... Weißt du, wo wir hingehen? Nein. Nö. Okay, einfach weiter. Ich folge immer nur den Aas. Hey, bist du eigentlich fertig? Unter den Tisch, schnell. Oh nein. Ist das Depot sauber? Ich mach seit 2 Tagen nichts anderes. Gönn mir eine verdammte Pause. Halt still. Okay. Gehen wir. Bin todmüde. Du meinst, dass das eine gute Idee ist? Okay, da ist eine Tür. Wie grandios ich doch das Offensichtliche immer zeigen und sagen kann. Stimmt. Ist ja auch gar nicht auffällig und laut. Also ich schleich lieber, Kleiner. Da unten ist das Haupttor. Ganz nah. Wir müssen da irgendwie runter. Ich will endlich nach Hause. Mutter wird stinksauer sein. Ich habe alle enttäuscht. Denk lieber nicht drüber nach. Ja, da wo du jetzt gerade stehst, da kann ich wahrscheinlich nicht runter, ne? Ich muss vermutlich dann komplett auf der anderen Seite runter. Ich hoffe, die sehen mich jetzt nicht. Oder ich muss komplett durch die Tür durch. Das kann natürlich auch sein. Hier, geht's runter. Oh, Lukas, ich glaube, das ist ihr Depot. Wirklich? Ja, du hast recht. Das heißt, der Nachtschatten muss hier irgendwo sein. Und meine Schleuder. Du suchst den Nachtschatten und ich meine Schleuder. Wir brauchen sie vielleicht. Genau, Nachtschatten. Hoffentlich ist er noch da. Also, wo könnte eine Schleuder sein? Das ist die völlig falsche Richtung. Geh mir doch mal aus dem Weg. Trockenpflanzen, Pulver. So Waffen. Weiter. Schwerter, Messer. Keine Schleuder. Suchen wir weiter. Dann nimm doch einfach mal ein Schwert mit. Was hältst du davon? Kommt. Sonst... Nein. Sag's einfach nicht. Ja. So. Nein. 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 Aber das könnte trotzdem nützlich sein. Wo ist der Nachtschatten? Ja, darf gerne noch ein Stück gehen. So. Überall diese schicken Figürchen hier, ne? Da hinten ist was. Vielleicht hier. Oh, bitte. Vielleicht hier? Nein. Ich schätze, das war dann ein Nein. Wo haben Sie sie hingetan? Das würde ich auch gerne wissen. Irgendwo sein. Na komm, wo ist der Nachtschatten? Ich habe ein bisschen Panik, dass hier jederzeit jemand reinbrechen kann. Nach dem Motto, sie sind hier irgendwo. Ah. Da bist du ja. Hab sie. Ich weiß. Dann ab zur Tür. Verschwinden wir. Ja, ich habe den Nachtschatten, Amicia. Endlich. War also doch nicht umsonst. Okay, die Frage ist, zu welcher Tür? Also, wann geht's jetzt los? Keine Ahnung, mir egal. Du willst da sowieso nicht raus, glaub mir. Mist, das Tor ist so nah. Es sind zu viele, da kommen wir nicht vorbei. Hierbleiben geht nicht, wir brauchen einen Plan. Ach, keine Ahnung, hier gibt es eine Menge komisches Zeug. Sehen wir uns um. Natürlich. Siehst du das auch? Was? Eine Wand. Natürlich. Da oben. Die Balliste. Hör zu. Ich habe hier genug Material für jede Menge Stupefaccio. Wenn wir die Paste auf die Bolzenspitze schmieren und damit schießen, erzeugt der Aufprall hoffentlich genug Reibung, dass sie sich entzündet. Dann haben wir genug Rauch, sodass keiner was sieht. Wenn es klappt. Was Besseres fällt uns nicht ein. Also holen wir die Balliste darunter. Da oben ist eine Kurbel. Wie kommen wir hoch? Da ist nichts zum Klettern. Irgendwo muss doch... Hey, holt mehr Männer!
Wir müssen uns beeilen. Bald sind noch mehr hier. Tja, keine Ahnung. Dieses Chaos hier. Da könnte was... Jetzt darf ich nicht mehr hoch. Da. Da ist ein Karren. Ja. Ich weiß. Gut, mach mal. Ich kann ja nicht schieben. Und jetzt? Komme ich da so hoch? Hallo? Nein, ich will nicht. Ich kann ihn weder schieben. Noch kann ich hier hochklettern. Kleiner, du hast ihn kaputt gemacht. Ach so. Wir sollten gar nicht das Ding nehmen. Ha. Das ist ja auch kein Karren. Er hat ja auch gesagt, da ist ein Karren. Ha. Das Chaos in der Stadt scheint uns gelegen zu kommen. Ja, sie kriegen Angst. Oh ja, komm. Nein, dreh das doch so, dass es geradeaus ist. Also diese Steuerung zum Drehen, die ist echt beschissen. Wo wollen wir jetzt genau hoch? Da oben, ne? Oder? Bin mir gerade nicht sicher. Ja, komm, mach. Ach, zieh es doch zurück, Mann. Nee, da doch nicht, oder was? Oder soll man das direkt unter den Karren stellen? Also unter den... Ja doch, Karren ist es ja. Kommt man hier aber doch nicht hoch. Kleiner, sag mir doch mal, was ich machen soll. Ist kaputt, aber das war's wert. Hier ist jede Menge Zeug drin. Ich sollte die Augen offen halten. Da könnten noch mehr solche Truhen sein. Na, und mir fehlen wieder zwei von dem Material, das war klar. Alchemie brauche ich auch ein Material. Also die Materialien haben wir nicht. Das ist jetzt unser großes Problem. Das heißt, wir können nichts aufwerten. Ja, und wir hätten vermutlich jetzt was aufwerten sollen. Oh, Moment. Plus 10 Stücke? What? Gut, gehen wir doch nochmal ran. An die Arbeit. Also, durch eine zweite Halterung an der Schleuder kann Amicia ein zweites Mal schießen. Ach so, das war das genau. Bevor sie nachladen muss. Die Frage wäre jetzt... Ja, in dem Fall brauchen... Würden wir das vielleicht brauchen, weil man dann zwei Leute angreifen kann. Ich persönlich finde das gut. Moment, wir haben... Hä, wieso haben wir jetzt nur einen Teil? Durch das Annähen neuer Taschen kann Amicia zusätzliche alchemistische Munition tragen. Eignet sich bei Platzmangel zum Zerlegen von Töpfen, Messern und so weiter. Hm. Ich würde ehrlich gesagt gerne das erste machen, aber wir haben jetzt nicht das Material, obwohl wir 10 bekommen haben. Das verwirrt mich ein bisschen. Ja, Kleiner. Und nun? Wo soll man das Ding denn jetzt hinmachen? Ich denke, wir sollen hier oben dran. Du willst nicht, dass ich das links dran mache. Wir können jetzt noch versuchen, dass wir das hier auf die rechte Seite ran machen. Aber er hat eigentlich... Hinten blinkte gerade was. Hat eigentlich gesagt... Ach, da müssen wir das... Kann er mir nicht so helfen? Räuberleiter oder so? Ist doch gar nicht so hoch. Okay, nee, geh mal weg da. Bevor du mir wieder im Weg rumstehst. Okay, ich weiß jetzt, was wir machen müssen, beziehungsweise was wir machen müssen, ist ja klar. Wo wir es hinstellen müssen. Ja, zieh noch ein bisschen und dann schieben. So. Ich krieg das aber nicht nach rechts. Irgendwie will er hier die ganze Zeit nur... Ja, zieh, komm. So. Ist doch schön, wenn du es auch drehst. Ja. Gut. Perfekt. Oh, nee. Dann ran an die... Also los. Dann ran an die, also los, genau. Hallo? Kleiner? Oh, das Ding ist schwer. Hast du sowas schon mal verwendet? Natürlich nicht. Was ist denn das da? Bevor ich das jetzt runterlasse, würde ich ehrlich gesagt gerne mal gucken... Was ist das da? Ach so, ich kam aber nicht mehr da hoch, ne? Doch, jetzt darf ich wieder hoch. Hä?
Okay, muss ich jetzt nicht so ganz verstehen, warum ich das jetzt vorher nicht durfte und jetzt doch. Aber okay, halte B gedrückt, um inaktive Elemente für deine Gefährten hervorzuheben. Warte mal, das kenne ich. Lukas, die haben eine Karte von Guyenne. Wirklich? Was macht die denn hier? Keine Ahnung. Hier ist das Meer, der See. Unser Zuhause war irgendwo hier. Meld dich, wenn du hin... Hey, quäl dich lieber nicht mit der Erinnerung rum. Ja, ist alles Geschichte. Wir haben eine Erinnerung gefunden. Sehr schön. Ich glaube, wir haben bisher noch gar keine gefunden. Vorher. Ich habe hier unten aber gerade auch noch was leuchten sehen. Da. 5 Stücke. Ja, meine ich doch. Wir haben jetzt schon wieder 5 Stücke. Hier ist anscheinend nichts mehr. Warum habe ich da nicht genug dafür? Ich gucke nochmal nach, ob wir jetzt vielleicht 2 haben. Anscheinend brauche ich irgendwie 10 Stücke, um 1 auszufüllen oder was? Ich weiß es nicht. Also das ist ein bisschen skurril jetzt gerade. So, Kleiner, kommst du denn auch mal? Kümmer dich drum. Geht klar. Und abwärts. Es funktioniert. Ja. Unu, ich habe das Zeug doch gar nicht zum Draufschmieren. Nö, habe ich auch nicht. Okay, dann machen wir mal eben Platzwechsel. Habe ich jetzt ehrlich gesagt... Moment, da ist dann... Aufhören. Du kannst aufhören. Klar doch. Ja, ich verstehe nicht, warum sie das jetzt gerade nicht machen wollte eben. Jetzt will sie es machen. Na super. Kleiner? Wir müssen irgendwie die Kette loswerden. Ach, wir sollen die Kette? Ach so. Lukas, das übernimmst du. Natürlich. Sag mir das doch. Wir könnten die Kette aufbrechen, um die Balliste zu befreien. Die Kette ist kaputt. Lass los. Gut. Los, zur Tür damit, schnell. Okay. Wieso denn jetzt eigentlich zur Tür? Ich dachte, das wollten die oben drüber schießen, aber okay. Kleiner, ich brauche mal ein bisschen Hilfe. Kommst du mal ein bisschen schneller? Es geht hier um Leben und Tod. Hallo? Wir haben nur einen Schuss. Ich weiß. Wenn das schief geht, müssen wir nochmal neu laden. Allein. Und wir sterben. Und das wollen wir nicht. Hier passt es. Halt, das Stupefaccio. Das ist verrückt, Lukas. Das ist jetzt auch egal. Na gut. Passt. Über die Kurbel an der Seite wird sie gespannt. Bin dabei. Und wann machst du die Türen auf? Gar nicht. Schieß einfach durch, sonst entsteht nicht genug Reibung. Was? Dein Ernst? Wir wissen nicht mal, ob der Bolzen sie durchschlägt. Mach einfach. Dein Ernst? Mach dich bereit. Bin ich schon. Oh Gott. Ich muss nach rechts, ne? Ich hab schon so Panik, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich muss. Wieso kommt ihr erst jetzt? Naja, ich... Der Kräuterkundler war nicht da und wir mussten auf ihn warten. Aber wir haben alles. Wir müssen ihm das geben. Und zwar schnell, wir haben genug Zeit verloren. Wie geht's ihm? Er ist erschöpft. Er schlief ein, als es besser wurde. Ganz ruhig, er ist in guten Händen. Den besten, sei versichert. Ich hoffe es für euch.